Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Community Kopfbau Season 2 Episode 2. Die zweite Folge von der zweiten Staffel. Wir legen wieder los. Die Regeln habe ich euch ja im letzten Teil oder im ersten Teil der zweiten Staffel erklärt. Falls ihr mitmachen wollt und auch ein Video einschicken wollt, schaut euch gerne mal den ersten Teil von der zweiten Staffel an. Da zeige ich euch nochmal die ganzen Regeln und erkläre euch nochmal, auf was wir achten, was ihr machen müsst, damit auch euer Video im Stream und auch nochmal als Video auf YouTube landet. So, starten wir mal mit dem ersten. Wir sehen auf jeden Fall schon einen Litlip mit einem Funnelstopfen und hier auf jeden Fall auch noch ganz gut Equipment. Ich baue in den guten Kukain-Litlip, in dem Cool Water. Und ich finde auch übelst der geile Kopf, muss ich sagen. Also du hast ihn auch oft empfohlen und so. Also ich muss sagen, der ist richtig geil. Hier plus Funnelstopfen, extra noch drauf zubesorgt, passt wie Arsch auf Eimer. Das ist einmal geil. Das sieht echt aus, jetzt wird es gut passen. Wir machen unseren Kopf heute mit einmal dem Mr. John von Holzer. Okay. Dann noch Almassiver Blaulicht. Und dann hauen wir nochmal ein bisschen Aquamanda rein. Okay, Dreifachmix, nice. Genau. Ist halt auch cool, ne? Wenn man Tabak hat, der einem pur nicht so gut schmeckt, einfach mal ein paar Mischen ausprobieren. Vielleicht ist dann was dabei, was einem gefällt. Gut, dann fangen wir damit an. Also wir versuchen das ein bisschen zu dritteln. Also im Prinzip, dass wir am Schluss drei Drittel haben insgesamt, damit wir auf ein Ganzes kommen. Maschallah, der Mathe-Boss. Besser rechnen als ich. Und außerdem rauchen wir erst seit 5 Wochen. Also wir haben jetzt seit 5 Wochen richtig... Wild. Seit 5 Wochen im Shisha-Game. Dafür Khalifa, Litlip, not bad. Callout-Verpackung steht hier noch. Für 5 Wochen im Shisha-Game? Nicht schlecht. Bisschen was nehmen wir noch. Weil der Mr. John, der ist irgendwie schon ziemlich dominant vom Geschmack her und auch vom Geruch. Also ich muss sagen, der ist sehr intensiv, was das betrifft. Dann kommen wir noch ein Blaulicht rein. Ich gehe nämlich fast davon aus, dass wir... Mein Fehler, sorry. Dass wir von der Birne-Aquamanda, sage ich jetzt mal, nur etwas weniger reintun werden, weil... Naja, man kann es sehen. Blaulicht ist jetzt auch nicht mehr so viel da. Ist eigentlich ziemlich wenig noch. So. Ein bisschen was kommt noch rein. Weil der Aquamanda doch ziemlich, soll ich sagen, minzig frisch ist. Deswegen davon tun wir dann doch nicht ganz so viel rein. Genau, dann tun wir da noch ein wenig was rein. Okay, das soll passen soweit. Also bis jetzt sieht es so aus, als wäre es hier zum Beispiel ein bisschen wenig und hier so ein bisschen viel. Aber wir sind ja auch noch nicht beim Verteilen, ne? Bis jetzt ist alles cool. Dann machen wir das noch. Oh, der sieht aber sehr dunkel aus. Hat er da was umgefüllt? Oder ist das wirklich noch der Aquamanda? Das sind halt die Metalldosen von Aquamanda. Wenn man da so mit der Gabel die ganze Zeit lang schabt, dann verfärbt sich auch irgendwann der Tabak. Das chemische Ding ist, was dann da so abgendet, ich weiß nicht. Aber das sieht sau dunkel aus. Holy shit. Ich weiß nicht, ob es schädlich ist oder ob es nicht schädlich ist. Ich kann es euch nicht sagen. Aber, ui, sieht wild aus, oder? Der ist auch schon... etwas älter, sagen wir mal so, deswegen. Wir haben das einmal in der Mische probiert, halt eben, mit dem Blau. Das sieht nicht mehr gut aus. Aquamanda Dark Blend Self-Made. Blaulicht und mit dem Mr. John. Und da hat er eigentlich gut geschmeckt. Genau, dann tun wir dann noch ein wenig verteilen. Ich würde von hier noch ein bisschen nach da rüber arbeiten. Weil hier sieht es noch nach ein bisschen viel aus und hier nach ein bisschen wenig. Alles klar. Ist mein Tabak, hab den so bekommen, der war von Anfang an so dunkel. Hast du den in der Tüte bekommen? Weil eigentlich sieht Aquamanda nicht so aus. Das ist wild. Also so sieht er bei mir aus. Und ich glaube, so sollte das auch aussehen. Ich hab den Pear tatsächlich gerade nicht. Ich hab mich halt nur gewundert. Okay, Felix sagt, er hat auch den Pear und der ist bei ihm auch so dunkel. Wild. Und ihn noch ein bisschen runter machen, also jetzt nicht andrücken, weil andrücken ist tot, RIP-Durchzug an der Stelle. Deswegen nur ein bisschen runter machen, also nicht fest andrücken. Ja, aber so wie der Kopfbau aussieht, wunderbar. An sich hat er recht, andrücken würde ich auch nicht, aber Callout drauf, das wird wunderbar laufen. Ne? Das ist jetzt Meckern wieder auf sehr hohem Niveau. Kopfbau ist sehr gut. Einziger kleiner Tipp, den ich hätte, das sieht mir aus, als wäre an der Stelle hier ein bisschen mehr Tabak als an der Stelle. Also würde ich an die Stelle vielleicht noch ein kleines bisschen mehr packen oder den noch so ein kleines bisschen hier rüber arbeiten, so, weißt du? Ich denke, der ist ganz gut geworden, also auch von der Höhe her. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das ist so guter Noppenkontakt bis Vollkontakt. Machen wir dann auch also sauber außenrum. Safe. Geil, so direkt vor dem Laptop feiere ich. Oh,
Das ist gefährlich, Bro. Das ist gefährlich. So, aber als ich früher noch bei mir zu Besuch war, hatte sie auch keinen Kohlekorb und da haben wir auch so die Kohle transportiert. Aber Junge, ich hatte jedes Mal Schiss, dass mir irgendwie ein Stück Kohle runterfällt oder so. Also Real Talk, gebt bitte, bitte, bitte einfach die 15 Euro oder so. Holt euch einfach den billigsten Kohlekorb, den es gibt. Aber ohne Scheiß, das ist besser, als wenn euch irgendwann mal eine von den Kohlen auf den Boden flackt, so. Real Talk, das ist wirklich ein Kohlekorb, ist eine der besten Dinge, die man machen kann, wenn man drin eine Shisha raucht. Es ist so viel sicherer. So, also wir kommen jetzt mal kurz zur Rauchentwicklung. Wir haben noch die drei Kohlen drauf. Geil. Kannst einfach pumpen hier und in der Satzpause gehst du mal kurz an die Pfeife. Das wäre Training nach meinem Geschmack. Ja, sieht doch wunderbar aus. Ja, ja, absolut wunderbar. Rauchentwicklung ist top. Ja. Sieht wunderbar aus. Ein paar Ringe noch am Start. Und ja genau, man kann sehen, die Rauchentwicklung ist Bombe. Würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, sieht top aus. Doch. Kann mir nicht vorstellen, dass du das nicht als gute Rauchentwicklung doch, wunderbar. Empfinden würdest, weil du hast ja dafür einen sehr guten Geschmack. Sieht gut aus. Und da würde ich sagen, danke, dass du uns vielleicht angenommen hast. Man weiß es ja nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ich hoffe, dir hat das Video kurz gefallen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Feier ich. Nee, war ein cooles Video, war ein guter Kopfbau. Nur minimal die Sachen, die ich vielleicht ein klitzekleines bisschen anders gemacht hätte. Aber man sieht ja, es läuft. Es funktioniert. So, weißt du? Wir gucken als nächstes rein bei Nesliok. Der hat uns auch noch einen Kopfbau geschickt. Ja, hallo lieber Marvin. Oh. Hallo liebe Shisha-Community. Ich will euch heute meinen Kopfbau bzw. mein Setup vorstellen und habe deswegen überlegt, das Ganze heute im ATH Traverten zu machen. In dieser nice. Schönen Quarzoptik, wie ich finde. Das Ganze würde ich dann mit dem Greatman 2.0 zusammenrauchen. Mm. Ein Feinschmecker. Mhm. Habe ich gestern schon angemischt. Heute Morgen auch schon ein Köpfchen davon geraucht. Sehr, sehr lecker. Ausgewogenes Frühstück. Wichtig. Für Marvin. Und endlich mal wieder ein guter Greatman. Ich habe das eben schon mal ein bisschen durchgerührt. Das heißt also, das ist jetzt eigentlich schon ganz in Ordnung so. Dementsprechend kann man schon mal anfangen, indem umgerührt. Ich ein bisschen reinfallen lasse. Locker fluffig rein in die Masse. So. Ich hoffe, man sieht das alles auf der Kamera. Ja, ist ein bisschen klein, aber ich weiß, manchmal ist das schwer, dann irgendwie einen Winkel zu finden und man hat vielleicht gerade kein Stativ daheim und so. Ja, ne? Aber ich denke, wenn ich den Kopf jetzt nicht bewege, dann sollte alles drauf gefangen sein. So. Ich baue das Ganze ungefähr bis zur inneren Höhe. Das ist für mich am angenehmsten, so in dem Kopf. Und ja. Ist halt ein sehr sparsamer Funnel, dementsprechend safe. Braucht man hier auch nicht viel Tabak. Aber ne, da muss man einfach seinen eigenen Weg finden. So, ich kann auch nur sagen, wie es für mich halt am geilsten ist. Nicht wie es immer am geilsten ist, sondern halt nur, wie ich es am besten finde. So, und deswegen kann ich euch in den Videos ja auch immer nur sagen, was meine Meinung dazu ist. Und das ist nicht mehr und das ist nicht weniger. Ne, das ist einfach nur meine Meinung, was ich dazu sagen würde, wenn ich den Kopf so bauen würde. Wenn euch der Kopf taugt, wenn der für euch gut raucht und für euch gut schmeckt und für euch so angenehm läuft, dann ist das fucking scheißegal, was ich dazu sage. Aber klar, in meiner Videoreihe zu meiner Meinung, zu eurem Kopfbau, ist es halt auch einfach nur das, meine Meinung. Ne? Wenn es für euch funktioniert, dann gebt einen Scheiß drauf. Es ist ein bisschen ungewohnt, hier so weit auf den Tisch zu machen. Normalerweise mache ich das eigentlich im Stehen. Also ja, es ist nicht so einfach, wie man immer denkt, einen geilen Kopfbau zu filmen. Das ist wirklich so. So halb im Stehen das Korrigieren. Aber ich habe eben einmal versucht, das aufzunehmen. Und da war leider ein halbes Kopfbauvideo, weil das viel zu wenig Tabak. Weil das leider die Hälfte vom Kopfbauvideo war nicht auf der Kamera. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, dann muss man nochmal machen. Ein zweites Mal auf. Ehre. Ja, das ist. Ja, auf jeden Fall Kuss für die Mühe, die sich jeder macht, der da ein Video reinsendet, ne? Also ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, wie es aussieht, einen Kopfbau wirklich schön zu filmen, in einer guten Quali, aus einem nicen Winkel, mit guter Belichtung noch und so weiter. Das stellt man sich manchmal einfacher vor, als es ist. Aber das finde ich auch ganz cool. So kriegen vielleicht manche Leute nochmal mit, so, oh shit, Alter, ist gar nicht so easy, den Kopfbau jetzt richtig nice abzufilmen. So. Ist doch zu dünn. Ja, ein bisschen hoch. Du musst halt auch nicht viel Tabak rein. Ja, das ist geil. Ganz schön verteilen, nicht andrücken. So, da noch ein bisschen. Ist sehr sparsam. Aber so. Sieht gut aus. Gehen wir mit der anderen Seite drüber. Dass alles ungefähr eine Höhe hat. Ohne den jetzt groß anzudrücken, sondern nur ganz leicht. Um die kleinen Fähnchen, die da so raushängen. Ja, ich bin schon wieder halb aus der Kamera. Perfekt. Ja, dann. Einzige, was ich sehe von dem Winkel, den wir jetzt haben, hier sieht es aus, als würde der Tabak noch so ein bisschen auf den Rand gehen. Das würde ich noch mit reinmachen. Ansonsten, wunderbar. Und? So.
Aus der Perspektive sieht schon wieder jetzt nicht so aus, als würde da was drüber gucken. Ne, das kann auch immer Kameraperspektive und sowas sein. Gut. So, ich habe jetzt eben die Kohlen angemacht. Mein Setup ist jetzt nicht besonders groß. Also hier stehen meine wichtigen Köpfe, sage ich mal. Wunderbar. Ansonsten habe ich hier einen Schrank. Da ist noch so ein Amy Glasi drin. Wild. Ansonsten Tabak. Oh, ein Must-Have noch dabei. Noch ein bisschen an X-Shisha, damit es auch schön aussieht. Shisha, Färbemitteln. Ansonsten hier Pinkman. Hier der ganz leckere Smurf, der liegt als Probepackung. Also die habe ich aufgemacht, nicht geraucht, sondern nur dran gerochen. Und oh, ich habe Bock mehr drauf. Ja, was habe ich hier? Bushido, White Cake. Jetzt keine große Auswahl. Hier unten noch so ein bisschen Zubehörstuff. Ah, eine Viro. Nichts Besonderes. Genau. Die was Pfeifen. Einmal die Most Breeze 2. Oh. Genau. Schön. Dieser weißen Optik. Mhm. Ja, ansonsten ja, eine große Pfeife noch. Eine WD, oder? Wenn halt mal zwei Personen da sind und die Viro One ist eigentlich für den Strand gedacht. Also so hat man immer was, wenn Kollegen da sind, wenn man alleine raucht oder wenn man an den Strand will. Ja. Genau. Ja, mehr brauchst du eigentlich nicht, ne? Alles abgedeckt. Vielleicht noch eine Tradi, falls man da viel Traube raucht oder so, aber geht natürlich auch wunderbar auf der Breeze, ne? Aber ja, eine kleine Pfeife für alleine, eine große Pfeife, wenn mal mehr Leute da sind und eine kleine Pfeife für unterwegs. Optimal, Digga. Ich werde jetzt die Kohlen hier mit transportieren, das ist schon ziemlich sehr voll. Gut. Und natürlich für 10% besseren Rauch. Maschallah, die SWG-Zange am Start hier. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist natürlich auch ultra geil. So eine SWG-Zange oder so ein SWG-Hygienemundstück in den Videos sehen. Wunderbar, feier ich. Geraucht wird heute natürlich mit dem Digga, er hat auch noch das Hygienemundstück. Bro, er ist ausgestattet Deluxe, Junge. Dann wollen wir mal gucken, ob er auf Anhieb läuft. Vielleicht muss ich ihn nochmal kurz heben. Das ist bei mir öfter der Fall, wenn ich es ein bisschen höher baue, aber... Ja. Habe ich aber auch oft, ne? Legst du die Smokebox drauf auf ein Overpack oder Vollkontakt und dann ist der Durchzug erstmal scheiße. Wartest du 3 bis 5 Minuten, dann hebelst du ein bisschen hoch, drehst das Ding, legst du wieder rein, weiter geht es. Ich würde behaupten, der war jetzt eigentlich relativ fluffig und relativ flach gebaut, also der sollte direkt laufen. Ich denke auch. Ja. Und dann musst du sogar husten, habe ich nicht mit gerechnet. Also ist direkt an, perfekt. Wunderbar. Nochmal mal gucken. Ja, sieht jetzt schon okay aus. Für die ersten Züge vollkommen krass. Zwei Minuten drauf und das Ganze läuft schon. Geil. Würde schon fast sagen, der ist schon leicht zu heiß und das nach 2 Minuten, also was soll das heißen. Der Marvin mit seiner Lunge wie ein Pferd, der wird behaupten, ach was, das ist locker noch ganz geil. Er lässt das ganze Ding dann nochmal ein paar Minuten länger drauf. Aber ich bin dann doch eher der etwas angenehmere Raucher. Also ich rauche ja auch, wie ihr eben gesehen habt, Dark Blend, aber dann eher in so einer 50-50-Mische, also 50% Virginia und dann 50% Dark Blend. Wie gesagt, ne, da ist alles okay. So, es muss halt einfach nur jeder für sich rausfinden, wie er es geil findet. So. Genau, und dann zeige ich euch noch meinen Place to be, also wo ich sitze, wo ich die Pfeife rauche. Ja, genau. Und hier sitze ich dann. Auch meine Pfeife hier entspannt vorm Fenster mit Fliegenschutz, dass keine Fliege hier reinkommt oder geil. Eine Wespe oder Mücke oder whatever. Genau, hier ist auch FIFA im Hintergrund an, auf der PS5 natürlich. Ja, kurz auf PS5. Es war ein cooles Video, war alles genau so, wie wir es haben wollten und sehr geil, dass ich mir jetzt immer genau vorstellen kann, wo du gerade sitzt, den Stream guckst, die Breeze 2 läuft, ein bisschen PS5-Flex nebenbei. Sehr, sehr geil. Feier ich. Und dann gucken wir noch das Video von Tim. Jo! Hi Marv. Hi Community. Grüße. Die neuen Regeln sagen ja mal kein Oblato, den hätte ich jetzt nämlich eigentlich bauen wollen. Da geht dann halt die Session doch ein bisschen länger. Schöner Blue. Aber dann packe ich einfach ein bisschen mehr in mein Bitlip. Nice. Was haben wir da? Genau, ich fange jetzt an. Locker. Was ist das für ein Tabak? Das sieht aus wie eine Bushido-Dose, aber das Label ist nicht Bushido, oder? Ah, okay. Flair. Genau, ich habe jetzt Red Magic genommen. Erstmal locker fluffig ein bisschen was rein. Dann muss ich sagen, habe ich mich hier in der Dose ordentlich vergriffen. Finde krass. Ich ja, Smurf Daddy, da gehen die Meinungen halt auseinander. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Für mich war er auch nicht so gut. Aber na, ist halt immer Geschmackssache. Aber der muss trotzdem weg. Oh. Deswegen mische ich mir dann immer. Okay. Ich dachte, er feiert ihn. Aber vergriffen und schmeckt widerlich. Okay, ist anscheinend auch nicht so sein Tabak. Ein bisschen noch was mit in die Köpfe. Gar nicht zu viel, weil der ist geschmacklich doch recht dominant. Dann nehme ich noch ein bisschen für die frische Tinky Winky. Mhm. Der, muss ich sagen, ist mega eingezogen. Aber wilde Mische haben wir. Flair hatten noch den Holster und
noch ein Adalia mit rein. Wild. Fast ein bisschen zu trocken, gerade wenn man Holster gewohnt ist. Echt? Sieht eigentlich ganz gut aus so. Heutzutage sowieso nochmal zum Kaufen. Kohlen sind jetzt auch aktuell schon drauf. Dann nehme ich allerdings aktuell. Ich höre doch da auch im Hintergrund irgendwie mich labern, oder? Also ob da ein Stream läuft oder ein Video. Aber ich glaube, ich höre meine Stimme im Hintergrund. Oder bin ich gerade deppert? Die 27er reichen dann auch zwei. Und auch wenn der Marv das nicht so gerne sieht, aber ich packe die Smokebox die letzten zwei Minuten, wenn ich die Kohlen gewendet habe, einfach nochmal mit auf den Arm. But why? Das Risiko, dass du deine Smokebox kaputt machst. Zünder, dann brauche ich keine dritte bisher. Was kommt jetzt noch rein? Ist das 7 Days? Ja, jetzt nee. 030. Ah, 030. Blaues Wunder, auch ein schwieriger Tabak. Sehr gut eingezogen, bisschen trocken, würde ich sagen. Und riecht 10-mal besser, als er schmeckt. Und jetzt 1 bis 10, würde ich sagen. Maximal eine 5. So, dann wie wir es gelernt haben natürlich, Rand schön freimachen, Pfannenloch nice. Freimachen. So, sehr gute Qualität auch, Sonny, muss man einfach mal sagen. Dann halte ich mir den hoch, gucke mir das immer so an. Ja, ist jetzt auf jeden Fall ein guter Noppenkontakt. Das ist schon aber ein sehr guter Noppenkontakt. Dann gehe ich einmal ganz leicht mit meiner Hand hier so drauf. Okay. Und dann ist es eigentlich ziemlich eben. Ja. Genau. Ja, dann ist es. Muss man nur aufpassen, dass man es halt nicht andrückt, aber das war einfach nur so ein, ich gucke, dass das gleichmäßig hoch ist. Also der HMD mit 2,27er Kohlen liegt jetzt. Sehr chillig, weißt du, jetzt kann ich mir auch schon wieder vorstellen, wo der Sonny jetzt gerade liegt, schön den Stream guckt, eine Pfeife quatscht. Ich finde es einfach geil, ich feiere das. Oh, Aeon Edition 4 Basic mit Molafänger und dem Litlip. Sehr nice. Den ersten Zug aus meiner vor ein paar Tagen angekommenen Aeon Edition 4. Nice. Für mich eigentlich die geilste Pfeife. Ich ist auch wirklich eine Killer-Pfeife. Ich lange die Arif leer. Und das ist die Basic. Finde ich so eigentlich auch am schönsten. Ah, da läuft auf jeden Fall ein Stream. Rauchentwicklung geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Könnte aber auch einfach das Licht sein. Ne? Viele Grüße. Viel Spaß beim Kopfbau und auch an sich und Grüße auch an dich, Marc. Hau rein. Feier ich. Grüße gehen raus und sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube, Rauchentwicklung, ich weiß nicht, ob er schon komplett an war, ob die Kohlen vielleicht gleich aus waren oder ob es einfach nur das Licht war. Ne? Vielleicht waren da einfach die Lichtverhältnisse so, dass der Rauch nicht so krass rübergekommen ist, wie er eigentlich war. Das weiß man dann halt nie. Aber ich finde es extrem geil. Leute, ich freue mich auf die nächsten Videos, wo ich sehe, wo ihr eure Pfeife baut, wie ihr eure Pfeife baut, wie ihr die Videos und Streams vielleicht im Hintergrund noch aufhabt oder sogar die SWG-Zange und das SWG-Hygienemundstück am Start hat. Also ich freue mich drauf, guckt euch gerne das erste Video nochmal an, schaut in die Regeln rein, schickt mir gerne noch ein Video zu. Ich feier's brutal, ich hoffe ihr auch. Lasst noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.